Herr Tschütte, Sie haben gesagt, es ist eine Premiere, es war mal eine ganz andere Medienkonferenz. Was ist an dem Projekt genau das Besondere? Ja, wir haben heute bei der Internetplattform www.liechtenstein.li und regierung.li vorgestellt, dass wir die neue Gebärdensprache für die gehörlosen Menschen barrierefrei gestalten. Eine Premiere, die es noch nicht gibt. Und wir haben dafür auch schon Zuspruch aus dem Ausland geerntet, weil man gemerkt hat, dass wir da dran sind. Und mich freut es natürlich, dass wir gerade für einen Teil von Menschen, die bislang den Zugang zu unseren Informationen nicht hatten, damit auch ermöglichen. Und ist eine spezielle Pressekonferenz gewesen, weil wir sie auch mit Gebärdensprache begleitet haben, weil wir auch ein paar Damen hatten, die gehörlos waren, die Auskunft gegeben hat. Und es war sehr emotional auch gewesen. Und mich freut es, dass wir da, glaube ich, etwas sehr Gutes haben können auf die Feststelle. Chancengleichheit fällt ja auch in Ihr Ressort. Haben Sie lange gebraucht, um dem Projekt zuzustimmen? Nein, das ist eines von den wenigen Projekten, wo man, glaube ich, auch nicht lange überlegen muss. Mitarbeiter sind auf mich zugekommen, dass man natürlich auch immer der Entwicklung gehabt, bei der Informationsvermittlung und Kommunikation Rechnung dreht, dass man für den Teil von der Bevölkerung auch wenig etwas machen. Und der Entscheid mit Ja ist dann ganz schnell gefallen, ja. Frau Abagaus, Sie haben ja an dem Projekt auch teilgenommen, sind auch vor der Kamera aufgetreten. Was ist das ganz Wichtige an diesem Projekt und das Besondere, Spezielle? Wichtig ist für uns, dass die Texte für Gehörlose in die Gebärdensprache übersetzt werden, dass sie auch die Informationen von den beiden Homepages erlangen können. Information ist ja für jeden wichtig. Sie haben auf der Pressekonferenz gerade gesagt, dass Information gleich Wissen ist und Wissen Macht ist. Was sind Ihre Hoffnungen für die Zukunft hier in Liechtenstein? Also ich hoffe sehr, dass Hörende, also über Gebärdensprache, Gehörlosigkeit informiert werden, dass wir eine Gleichstellung erfahren in der Gesellschaft. Und dieses Projekt ist hoffentlich zukunftsweisend für diesen Weg. Es gibt bestimmte Probleme, die wir erfahren und die Politik unterstützt uns jetzt schon. Das ist uns sehr, sehr wichtig für die Zukunft auch. Noch kurz die Fakten des Projekts. Welchen Umfang hatte das Projekt? Also wie viele Videos haben Sie erstellt und wie viele Seiten sind denn gedolmetscht worden? Also die zwei Homepages, die offiziellen Homepages, die www.liechtenstein.li und die www.regierung.li. Den Auftrag haben wir im März bekommen und eigentlich haben wir gestern noch die letzten Videos gemacht und also ausgebessert und ja. Insgesamt sind es 144 Seiten oder Videos, die gemacht worden sind.